Guten Tag Forever. Heute begrüße ich für mein Interview hier in Schloss Freiham Familie Pichacoda. Schönen guten Morgen, Florian. Guten Morgen. Danke für die Einladung. Guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Und herzlichen Glückwunsch natürlich für deinen neuen Soaring Eagle. Danke, Florian. Ja, das ist wirklich eine tolle Sache. Eine Premiere für Österreich, das muss man sagen. Oder wir sind sehr, sehr stolz wirklich für das, was du erreicht hast. Erzählt uns doch, wie war das Leben, bevor ihr Forever kennengelernt habt? Also ich denke, wir waren eine ganz normale Familie, bevor wir Forever kennengelernt haben. Ich bin diplomierte Krankenschwester, Operationsschwester. Ich hatte einen 40-Stunden-Job. Ich habe sehr gerne gearbeitet. Mich hat das sehr fasziniert und interessiert immer. Aber ja, man ist halt da in einem Rad drinnen, wo man eigentlich jetzt nicht wirklich rechts und links schaut. Und durch eine Situation, die dann passiert ist, also Gott sei Dank das Beste, was mir passiert ist, habe ich dann meinen Sohn, den Jakob, bekommen. Und der war aber ein Frühchen, war einfach ein bisschen zu früh schon hier. Und es waren auf einmal Thematiken da, die du vorher nicht kanntest als Frau. Ja, und dann kam auch noch ein Jahr später die Firma Forever in unser Leben und hat von Grund auf alles umgekrempelt. Ja, und wie hat sich das Leben dann verändert, Sandra? Erzähl uns doch. Also zuerst einmal hat sich einfach unsere Gesundheit verbessert. Also es hat sich einfach unser Hautbild verändert. Das war einfach für uns endlich mal eine Pflegeserie, die mir wirklich das Gefühl gegeben hat, dass ich mich wohl in meiner Haut fühle, ja, und dass ich einfach Produkte an der Hand habe. Da war ich am Anfang ja sehr skeptisch, die ich aber sowohl meinen Babys bis auch eben in der ganzen Familie nehmen kann. Ja, und dann habe ich auch die Möglichkeit kennengelernt, was mir auch am Anfang eher was Neues war, nämlich eben, dass ich hier auch ein Geschäft als Frau, als Mama mit zwei Kindern dann mir aufbauen kann. Ich konnte mir einfach ein zweites Standbein aufbauen. Und so gerne ich im Krankenhaus gearbeitet habe, du hast Nachtdienste, du hast Weihnachtendienst, du hast Silvesterdienst, du hast Osterndienst. Die Kinder kommen in den Kindergarten, sie kommen dann in die Schule. Wir haben in Österreich 9 Wochen Sommerferien und mein Mann ist im Schichtdienst. Und ich habe hier einfach eine Chance für mich gesehen, dass wenn ich das hier lerne, wenn ich Network Marketing lerne, wenn ich mich ein bisschen weiterentwickle in eine Richtung, was ich vorher ja nicht mal wusste, dass es die gibt, dass ich hier die Chance hätte, für mich und meine Familie etwas zu finden, wo ich sagen kann, hey, das ist ja super, da kann ich von zu Hause aus arbeiten, ich kann mit meinen Kindern arbeiten, wir sind ja auch heute alle 4 hier bei diesem wunderbaren Sommercamp, was ihr hier im Schlossgarten in Freiham macht. Und das ist das, von dem ich eigentlich immer geträumt habe, weil ich komme aus einer Unternehmerfamilie und bei uns war einfach das Unternehmen immer an einer fixen Stelle. Und meine Eltern sind ins Geschäft gegangen, sind nach Hause gegangen, aber wir haben ja das Glück und können unser Geschäft einfach mitnehmen. Also du konntest dank Forever deine Familie wieder voll genießen. Absolut, und das mache ich wirklich. Also wir genießen wirklich dieses Leben, was wir haben. Natürlich ist das auch Arbeit, das ist auch auf jeden Fall eine Herausforderung, dass man es zulässt, dass man es lernt. Es ist auch viel zu lernen, weil es natürlich wie in jedem anderen Beruf, den man lernt, einfach auch Werkzeuge gibt, die man erlernen muss, weil man das ja sonst nicht geschult gekriegt. Ich denke, in der Schule haben wir ja leider nie die Möglichkeit, welchen Schulunterricht gibt es, der dich darauf vorbereitet, als Frau und Mama selbstständig zu werden oder unternehmerisch zu denken, das fehlt uns. Und das kriegen wir aber mit Trainings von Forever und Kollegen, die einem helfen. Das finde ich auch immer ganz toll, weil in einem normalen Betrieb hast du ja nicht Kollegen, die dich, obwohl sie nichts davon haben, so an der Hand nehmen und zeigen, hey Sandra, ich zeig dir was, wie du es machen kannst. Und das finde ich einfach, das ist Magie, würde ich fast schon sagen, was wir hier haben. Ja? Also man hört die Begeisterung für Forever. Da stellt sich für mich die Frage, was sind eure Träume, eure Wünsche für die nächsten Jahre? Also wir haben uns eigentlich schon alle unsere Wünsche erfüllt. Wir haben ein schönes Haus mit Wintergarten, einen großen Garten, einen Schwimmteich. Eigentlich sind wir sehr zufrieden und wir wollen diesen Standard erhalten. Und deswegen machen wir das Geschäft, weil es auch Spaß macht noch dazu. Sandra, ist das nicht wunderschön? Ja, also ich denke, ja, es ist so. Nein, es ist so.
wir sagen immer, wir sind so dankbar für das, was wir haben, und uns soll es nie schlechter gehen, als es uns heute geht. Wir haben uns, wir haben eine wirkliche Sicherheit hinter uns stehen. Das ist eben dieser Schutzschirm von Forever, diese absolut für mich so wertvolle Firma, ein Familienunternehmen, ja, das einfach von der Ethik her und von der Philosophie her so tickt wie eine Familie. Und deswegen sind wir da eigentlich zu Hause. Und das fühlen wir auch und freuen uns sehr, dass ihr heute hier seid. Danke dir, Florian. Vielen, vielen Dank, viel Erfolg noch. Danke. Das war's von Schloss Freiheim. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ciao. Tschüss.